Ab jetzt bitte ich alle, also die bleibenden RednerInnen nochmals nach vorne, dass Matthias nochmal durch die Diskussion und natürlich eure Fragen führen kann. Super, merci Florina. Willkommen nochmal auf der Bühne, liebe Speakers. Vielen Dank für diesen Einblick eben aus der Rechtswissenschaft, Verwaltungswissenschaft und noch der Informatik, Technologie-Seite. Auch jetzt wieder viele Fragen sind aufnotiert, Themen, die da aufgegriffen wurden, Bias oder Rechtsgrundlagen. Aber zuerst möchte ich Ihnen das Wort übergeben. Darf ich noch etwas hinzufügen, die Frage nach der Rechtsgrundlage? Ja, das ist ein Thema. Wurde ja noch die Frage gestellt zum Thema Rechtsgrundlage. Und ich habe die Antwort vom Chef der Spezialfahndung der Kapo Aargau bekommen. Agil, es ist tatsächlich so, es ist im Polizeigesetz drin, die Bewilligung fand statt durch unseren ÖDB, die öffentliche Datenbeauftragte. Genau, also da ist alles grün. Glück gehabt. Sehr gut, bewilligtes Pre-Cop in Kanton Aargau und mehr Sicherheit. Also gut, vielen Dank schon mal für das. Jetzt, sonst hätte ich die Frage nämlich gleich noch weitergezogen. Also, danke. Ja, ich bleibe beim Recht. Sie haben aufgezeigt, welche Rechtsgrundlagen man haben muss. Ich finde einfach noch eine andere rechtliche Frage spannend. Hat sich die Theorie schon damit auseinandergesetzt? Wie müssen Rechtserlasse anders gestaltet werden, damit man überhaupt KI rechtlich fassen kann? Oder wie müssen auch Rechtsetzungsprozesse laufen, damit man überhaupt KI und auch Digitalisierungen überhaupt fassen kann? Schwierige Frage, aber dafür haben wir ja die Professoren hier. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt nicht sicher, auf was Sie abzielen. Es gibt zwei Elemente, die ich da raushöre. Das eine ist die Frage vielleicht nach der, ich sag's mal so, Kompetenz im Parlament. Wie kommt quasi die wissenschaftliche Erkenntnis, die sich laufend fortentwickelt, in den Rechtsetzungsprozess hinein? Das andere wäre dann vielleicht die Frage eher nach, wie müssen Gesetze formuliert werden, damit sie automatisiert werden können? Oder nein, auch? Nein. Sondern das eine ist, die KI entwickelt sich sehr schnell vorwärts. Ich habe jetzt gerade bin geschädigt davon. Bis das Gesetz entsteht, geht es 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre. Also ist eigentlich schon veraltet, bis ich eigentlich das Gesetz in Kraft habe, die KI, die ich eigentlich regeln wollte. Also das ist das Gesetzgebungsprozess. Und die heutigen Gesetzgebungen haben wie Konzepte im Kopf, da gibt es noch einen Menschen, da gibt es noch Verantwortliche, also muss ich mir die Gesetze neu denken, wie müssen die formuliert sein, damit ich überhaupt am Schluss solche neue Konzepte auch rechtlich fassen kann. Mhm, vielen Dank. Also ich glaube, auch da sehe ich wieder zwei Aspekte. Einerseits den Aspekt, wie bringen wir das mit unserem Rechtsetzungsprozess in Einklang, wenn die technologische Entwicklung schneller voranschreitet als das Gesetzgebungsverfahren es kann. Ich glaube, das ist zumindest für die öffentliche Verwaltung nicht so ein großes Problem. Ich glaube nicht, dass wir in der öffentlichen Verwaltung so innovationsgetrieben sind, dass wir laufend Recht anpassen müssen, um Innovation zuzulassen. Zweites Antwortelement, da kann ich anknüpfen, was heute Vormittag schon gesagt wurde. Das Recht ist ja genauso gestaltet, dass es eben offen ist, dass es eine Vielzahl von Fällen abdeckt und dass es möglichst 20, 30 Jahre lang relevant ist, ohne dass wir laufend das Recht ändern müssen. Sonst haben wir ein Problem mit der Rechtssicherheit. Ja, Recht muss vorhersehbar sein. Ich muss wissen, was ist der aktuelle Stand meiner Rechte und meiner Pflichten. Das heißt, ich kann nicht jedes Jahr eine Änderung anstoßen, auch wenn das vielleicht aus rein technologischer Sicht irgendwie sinnvoll erschiene. Das heißt, ich habe dann wieder einen Spielraum, den ich im Gesetz einbaue, durch unbestimmte Rechtsbegriffe, durch Ermessen, das ich einräume und durch die Aufgabenteilung auch zwischen der Rechtsetzung, die die Legislative tätigt, indem eben die wichtigen
Bestimmungen ins Gesetz geschrieben werden und der Umsetzung durch die Exekutive, wo eine Rechtsverordnung durch die Exekutive erlassen werden kann, die dann auch häufiger geändert werden kann. So, das war jetzt mal der eine Aspekt, die Frage, wie komme ich mit dem Tempo vorwärts? Der zweite Aspekt, und das ist vielleicht das, was wir dann in 50 Jahren, ja, an der Transform besprechen werden, sind wir mit diesem System, sind wir mit der gewaltenteiligen Aufgabenteilung im Staat überhaupt noch auf der richtigen Spur, wenn es um KI geht? Wir denken immer in einem Ablauf, jedenfalls aus dem Staatsrecht und Verwaltungsrecht heraus, zuerst das Gesetz und dann die Umsetzung. Wenn ich über maschinelle Lernverfahren nachdenke, dann habe ich eben nicht zuerst die Regeln und dann die Umsetzung so linear, sondern dann entwickelt eben die KI die Regeln letztlich selbst. Das ist eine Frage, auf die ich heute auch keine Antwort habe. Das ist eine sicher sehr spannende Frage, aber ich glaube nicht, dass die in den nächsten 10, 20 Jahren praxisrelevant wird. Aber ja, vielen Dank, Nadja, für deine Antwort. Was mich schon noch interessieren würde, jetzt eben, Oliver, du hast ja wie die andere Seite beleuchtet. Du sagst, man muss wirklich zuerst schauen, gesetzliche Grundlage, und dann kann man viele Dinge tun. Und du sagst jetzt eigentlich das Gegenteil, wenn ich jetzt ein bisschen provokativ bin, man sollte möglichst schnell vorwärts gehen, die Verwaltung soll den Anschluss nicht verlieren. Also wo sehen wir da Konflikte in dem Sinn? Es ist sicher ein Spannungsfeld. Ich meine, es gibt immer die Frage in der Verwaltung nach Input versus Output-Legitimität. Ich habe jetzt heute ein bisschen stärker auf die Output-Legitimität den Fokus gesetzt, und ich denke schon, dass wenn ich an den Vortrag zurückdenke vom Kanton Aargau heute, da war ja das Wachstum in der Bevölkerung, aber kein Wachstum der Verwaltung. Das heißt also automatisch, ja, irgendwie, wenn ich das Level gleich halten will, muss ich effizienter werden. Also da ist inhärent dieser Effizienzgedanke mit drin. Und insofern scheint mir das einfach ein sehr, sehr wichtiger Aspekt zu sein. Und da gibt es halt, glaube ich, auch Aspekte, die nicht unbedingt so kritisch sind, dass man da jetzt sagen müsste, wir brauchen unbedingt eine neue gesetzliche Grundlage für das. Ich glaube, vieles ist auch breit genug formuliert, als dass Sachen hineinpassen, die mit KI erstellt werden. Mhm. Beispielsweise das Problem mit der häufigsten Frage beim Straßenverkehrsamt, ja, was sind die Öffnungszeiten? Ich glaube, das darf ich mit einer KI lösen, ohne dass jetzt da, wenn ich überhaupt eine KI brauche, um dieses Problem quasi hinzubekommen. Und da gibt es, ich bin übrigens gar nicht erstaunt, es sind fast alle Behörden, wo die häufigste Anfrage ist, wie sind die Öffnungszeiten? Die häufigste Frage im Bahnhof in Zürich-HB am Schalter ist nicht etwa irgendeine SBB-bezogene Frage, sondern ist, wo ist die türkische Botschaft? Das weiß man, oder? Und da muss man halt darauf reagieren und versuchen, da eine Lösung zu finden. Da brauchst du vielleicht nicht mal KI dafür. Aber ich glaube, wir müssen da ein bisschen die Spielräume ausnutzen, die es gibt, um KI vielleicht da einzusetzen, wo man effizienter werden kann. Okay, danke für deine Antwort. Jetzt haben wir gleich eine nächste Frage. Und dann genau, erstmal danke für diese sehr spannenden Vorträge. Ich habe eine Frage an Frau Kurpitz-Bricky, und zwar mit Blick auf die Qualität von Datasets. Wo macht es eigentlich Sinn, mit synthetischen Daten zu arbeiten? Also beziehungsweise gibt es auch, ich sage jetzt mal, AI oder auch Tools, wo es wirklich Sinn macht, auch aus datenschutzrechtlicher Sicht beispielsweise wirklich dann mit synthetischen Daten zu arbeiten? Und wo leidet dann auch, ich sage jetzt mal, die Qualität dieses Tools, also diese Tools, und also wo sehen Sie Potenzial, gerade jetzt spezifisch auf die öffentliche Verwaltung, mit synthetischen Daten zu arbeiten? Ja, es ist eine gute und schwierige Frage, die wahrscheinlich schwierig vollumfänglich für alle Use Cases sich beantworten lässt. Ich denke, es hängt sehr, sehr stark davon ab, was man machen will und wie man diese synthetischen Daten erstellt. Also wie man einerseits, manuelle Erstellung von synthetischen Daten wäre natürlich sehr aufwendig für die Größenordnung, die man typischerweise bei solchen Anwendungen braucht. Andererseits Generierung von diesen Daten basierend auf Originaldaten wäre natürlich sehr interessant, wo man aber natürlich dann sehr aufpassen muss, dass jetzt nicht von diesen Originaldaten plötzlich irgendwas, das jetzt kritisch wäre, in diesen synthetischen oder vermeintlich anonymisierten Daten dann vorkommt. Also ich denke, aber grundsätzlich ist es auch ein interessantes Thema, das auch in der Forschung mit untersucht wird, in welcher Form und was für Methoden man da anwenden könnte, um solche synthetischen Daten zu machen.
Kennst du sogar Beispiele, wo das jetzt so in der Praxis angewendet wird, so mit synthetischen? Ja, fällt mir jetzt spontan kein ganz konkretes Beispiel ein. Ich denke, es besteht da auch noch sehr, sehr viel Potenzial, also dass man da wirklich noch mehr mitmachen könnte, gerade da, wo es heikel ist oder gerade auch im Hinblick auf Datensets, die von Natur aus biased oder unausgewogen sind, dass wenn man wirklich in der Lage ist zu sehen, was fehlt da oder fehlt halt aus historischen Gründen eine bestimmte Sichtweise, dass man in irgendeiner Form diese entsprechend anreichern kann. Also da sehe ich auch sehr viel Potenzial neben der Anonymisierung. Auch um Bias zum Beispiel zu reduzieren, oder können Sie sich das auch vorstellen? Wäre denkbar, aber es ist sehr komplex, dann das wirklich etwas, was es ja nicht gibt, dann so herzustellen, als wenn es geben würde. Genau, ist ja auch ein bisschen die Verfälschung der Realität in dem Sinne. Genau, das ist allgemein eine schwierige Frage. Wenn wir jetzt historische Daten haben, die eine bestimmte Struktur haben, die unsere Gesellschaft abgebildet ist, wie einfach können oder sollten wir die jetzt um künstliche Daten ergänzen? Hm. Also es ist sehr, sehr schwierig, das so zu debiasen. Vielen Dank, auf jeden Fall schon mal ein spannendes Thema. Eine weitere Frage? Ja, Kommentar. Vielen Dank. Wir hatten ganz am Ende der Slides noch eins von wegen der Umweltfreundlichkeit dieser großen Large Language Models. Inwieweit ist dann die Forderung von heute Morgen nach einem Swiss GTP wirklich umweltschädlich und auch in Frage zu stellen mit der Energiemangellage-Diskussion, wo wir darüber diskutieren, dass wir Heizungen und so abstellen müssen? Ja, ich glaube, was war das nächste Thema? Die Politik? Ja, ich denke, es ist von der technischen Seite ja schwierig, pauschal zu beantworten. Ich denke, das ist ein Thema, das eben diskutiert werden muss und werden sollte. Spielen natürlich viele Faktoren hinein. Was bringt uns das und was kostet es uns, wie in vielen anderen Aspekten auch? Aber ich denke, es ist ganz, ganz wichtig und das ja, wird nicht immer gemacht, ist, dass man diese Komponente mit einbezieht in die Diskussion. Sehr gut, danke. Also der Stromverbrauch, die ganze Ressourcenverbrauch, das ist sicher auch immer ein Thema. Und von dem her vielleicht dann noch im letzten Teil jetzt noch eine Frage oder kein Input. Eine Frage, die mich heute Vormittag schon beschäftigt hat und jetzt rechtlich noch viel mehr Halt bekommt, ist, wir reden immer darüber, wir dürfen keine automatisierten Entscheidungen treffen. Das würde ja voraussetzen, dass wir Menschen immer die richtige Entscheidung treffen, was ja nicht stimmt. Und inwieweit sollte man rechtlich überlegen, dass eine Maschine, die gewissen Regeln folgt, zumindest immer diese Regeln anwenden würde und nicht wie ein Mensch sagen würde, den kenne ich vielleicht oder sie kenne ich oder ich weiß, dass das mal anders war. Das wird schon gut kommen. Ich regel das jetzt. Oder ich bin hungrig vor dem Mittag und deshalb. Genau. Das ist ein bekanntes Beispiel. Weiß nicht, ob du da reagieren kannst. Also ich kann mal anfangen. Ich glaube, die Prämisse ist verkürzt. Ich glaube, so würden das JuristInnen jedenfalls, so wie ich das verstehe, nicht sagen. Wir sagen ja nicht, menschliche Entscheidungen sind per se besser, sondern wir sagen, was sind die Anforderungen an eine Entscheidung. Das Recht räumt Ermessensspielräume ein und der Gesetzgeber geht bis dato davon aus, dass solche Entscheidungsspielräume individuell im Einzelfall angemessen auszufüllen sind. Und da ist quasi im Moment die Haltung, dass der Gesetzgeber, der historische Gesetzgeber nur an Menschen gedacht hat. Also wir müssen uns fragen, ob die Rechtslage überhaupt Automatisierung zulässt, wenn der Gesetzgeber das damals nicht wollte. Das ist eine Frage. Und die andere Frage ist dann, wie kann ich jetzt diese Anforderungen richtig umsetzen im konkreten Anwendungsgebiet? Und da gibt es dann meines Erachtens schon Unterschiede. Also wir können ein Steuerveranlagungsverfahren mit sehr vielen gebundenen Entscheidungen, die gesetzlich vorgegeben sind, nicht gleich behandeln wie einen Einbürgerungsentscheid oder wie andere Entscheide, die mit erheblichen Auswirkungen für die Betroffenen Personen verbunden sind und wo gerade gewollt ist, dass man eben die konkrete Situation, ja, wie bin ich betroffen, wie viele Kinder sind davon betroffen, wie sind die sozialen Verhältnisse zu berücksichtigen sind. Also ich glaube, es ist sicher richtig, danach zu fragen, wie gut sind denn menschliche Entscheidungen, völlig einverstanden, aber es wäre verkürzt zu sagen, dass man heute als Juristin davon ausgeht, menschliche Entscheidungen sind besser und genauso finde ich, ist es aber auch verkürzt zu sagen, ja, KI-Entscheidungen sind per se besser. Mhm.
Super, ich finde das ein spannendes Abschlussvotum für diesen dritten Teil. Vielen Dank, Mascha, Oliver und Nadia, für eure Beiträge. Nochmal Applaus. Applaus